Bei manchen aber folgt auf die Hochgefühle der tiefe Fall. Drei Fußballer und die schmerzhafte Erkenntnis, wie schnell der große Traum vorbei sein kann. Man muss abliefern, ja, theoretisch. Und das ist halt ein gewisser Druck, mit dem muss man umgehen. Berlin-Altklinike. Samstag, Spieltag. Kevin Panewitz, 23 Jahre alt, früher Zweitligaprofi. Jetzt Volkssportgemeinschaft Altklinike, 6. Liga. Ein Team mit Ambitionen. Sie sind Tabellenführer, trotz beschränkter Mittel. Hi. Mit Heft oder Heft? Stehplatz, Erwachsene, 6 Euro. Altklinike gegen Reinickendorfer Füchse. Panewitz trifft alte Bekannte. Er stammt aus Berlin. Kiki kennen wir schon seit Minispieler. Ja. Er hat mit meinen beiden Jungs zusammengespielt, beziehungsweise mit den Großen. Ja. Das sind so Sachen, auf die ich mich auch total freue, weil es einfach mal cool ist, einfach dann halt mit der Familie, mit Bekanntschaften wieder zu quatschen nach langen Jahren. Beim Fußball klein angefangen, dann kennt man ganz viele. Ja, gerne. Was sagen Sie, dass er jetzt wieder in Altklinike gelandet ist? Na ja. Hätte auch woanders landen können, ne? Ja, genau. Ostseestadion, 30.000 Fans. 4 Jahre Hansa Rostock. Der erste Profivertrag mit 18. Kevin Panewitz ist ihre Hoffnung. Aus der eigenen Jugend zu den Profis. Technisch stark, torgefährlich, hochtalentiert. Viele sagen, sogar eines der größten Talente in Deutschland. Aufwärmen in Altklinike. 104 Kilo wiegt Kevin Panewitz. Trotzdem sind sie hier froh, ihn zu haben. Dass er rein fußballtechnisch und in dieser Liga hier ein überragender Kicker ist, darüber brauchen wir, glaube ich, alle nicht zu sprechen. Also er hat unheimlich viele Fähigkeiten, was mit dem Ball und Fußballintelligenz betrifft. Was halt auch sehr sichtbar sein Problem ist, ist halt diese Tempowechsel mitzugehen. Männer, mehr gibt's nicht zu sagen. Geht da raus und holt euch die 3 Punkte und gebt richtig Gas. Ja, komm. Für die erste Elf reicht es nicht. Panewitz muss auf die Bank. 90 Minuten Fußball sind einfach zu lang für ihn. Chillen. Zu Hause bei Kevin Panewitz. 4 Jahre sind er und seine Freundin Jill zusammen. Sie war immer dabei. Von der 2. bis in die 6. Liga. Sie erwarten ihr erstes Kind. Im Flur Kevins Fußballleben auf der Fotowand. Seine Mutter hat ihm die Collage geschenkt. Richtig los ging es mit 16 von Tennis Borussia Berlin nach Rostock ins Jugendinternat. Weg von zu Hause, aber es lohnt sich. Deutscher A-Jugendmeister. Man war ja noch niemand, ja. Deswegen, aber man fühlte sich vielleicht für ein ganz großer, aber deswegen. Ist das jetzt auch nichts Besonderes gewesen? Etwas Besonderes. Der 2. November 2009. Panewitz spielt als A-Jugendlicher bei den Profis. Und wie? Wenn er so weitermacht, dann werden wir mit dem Jungen noch viel Freude haben. Noch ja. Peter Vollmann. Ein neuer Trainer das nächste Jahr. Panewitz ist Profi und wichtiger Stammspieler bei Hansa Rostock. Tagsüber trainieren, abends feiern. Du suchst dir dann halt 1, 2, 3, 4 Vorbilder, an denen du dich festhältst. Und das, was die machen, machst du automatisch dann halt mit. Es bleibt nicht unbemerkt. Fußballprofis sind manchmal wie normale Jugendliche, nur stehen sie unter Beobachtung. Dann habe ich mir halt einen Lebensstil angewöhnt, der vielleicht als Fußballprofi nicht so geeignet war.
Panewitz, inzwischen 19, gerät mehr und mehr in die Schusslinie der Öffentlichkeit. Zwei, die das Laufen besonders ernst nehmen, sind diese beiden, Kevin Panewitz und Stefan Gusche. Problem, Verteidiger Gusche, der große Blonde, hat's noch ein bisschen im Knie und Kevin Panewitz am Bauch. Warum das Ganze? Ja, er ist einfach nicht mit seinem vorgegebenen Gewicht zum Training gekommen. Und wenn das so ist, dann wäre es beim Kevin genauso gut wie bei jedem anderen. Muss er eben dann 90 Minuten oder 100 Minuten außerhalb des Platzes laufen. Mit den Rundlaufen zum Beispiel, da sollte ich mit 94 Kilo wieder kommen und ich kam mit 94,3 wieder. Das Schreckensszenario vor Augen ist Panne, wie er im Mannschaftskreis genannt wird, mittlerweile auf seiner 35. Runde. Dass ich jetzt hier dauernd am Fressen bin, das ist auch nicht. Ich esse ganz normal, wie ich glaube, ich esse morgens Frühstück, mittags Abendbrot. Ja, und dann habe ich vielleicht abends dann nochmal was anderes gegessen. Panewitz wird zwischenzeitlich suspendiert. Gewichtsprobleme, aber wenig Einsicht. Talentiert, aber undiszipliniert. Ein Profi mit den Füßen, aber nicht im Kopf. Es war ein Kampf gegen mich selber, nicht gegen den Kühlschrank. 2012 die Chance seines Lebens. Probetraining beim VfL Wolfsburg. Felix Magath hat sich in den Kopf gesetzt, aus Kevin Panewitz einen Erstligaprofi zu machen. Gibt ihm einen Zweijahresvertrag. Panewitz wird geschliffen. Aber aus dem Rohdiamant wird kein Bundesliga-Star. Die ersten Monate habe ich ja auch abgenommen und hatte dann mein Gewicht gehalten und das lief ja alles. Aber dann hast du 4 Monate, 5 Monate kein Spiel gemacht, ja. Und für einen Fußballer ist es sehr wichtig zu spielen. Und gerade für mich, ich war dann 21 oder 20, 21, ich wollte spielen. Ja, und das konnte ich nicht und dann habe ich das im Kopf halt nicht mehr ausgehalten. Panewitz ist fit wie nie. Magath lässt ihn trotzdem links liegen. Kein Platz für ihn im Team. Der Profivertrag wird aufgelöst. Während sein Berater ihm ein Probetraining in der US-amerikanischen Liga vermittelt hat, stirbt zu Hause seine Mutter. Das bisher unbeschwerte Leben. Das ist auch schon 2 Jahre her, aber ich war halt ein Mutterkind und ja, es fällt halt immer noch nicht so leicht, darüber zu reden. Die nächste Station. SC Goslar 08, 4. Liga. Noch einmal verdient Panewitz einigermaßen gutes Geld mit dem Fußballspielen. Aber er kriegt auch hier sein Gewicht nicht in den Griff. Die Prioritäten im Leben. Für Kevin Panewitz und Jill ist der Fußball nur noch am Rande wichtig. Ein gemütliches Heim und alles vorbereitet für Milo. Eine große, neue Verantwortung im Leben. Und mal gucken, was das für ein Abenteuer wird. Weil es ist halt unser erstes, ne? Und Eltern werden ist auch eine neue Erfahrung, die muss man auch erstmal machen. Alt-Glienicke gegen Reinickendorfer Füchse. 2. Halbzeit. Kevin Panewitz wartet noch auf seinen Einsatz. Es läuft nicht so gut heute. Der Gegner geht in Führung. 70 Minuten sind rum. Für 20 Minuten reicht die Luft bei Kevin Panewitz. Er soll mal wieder das Spiel drehen. Es steckt ihm im Blut. Eigentlich kann er alles, was ein Top-Profi können muss. Wäre er 20 Kilo leichter, er würde mit 23 Jahren ganz sicher nicht hier in der 6. Liga kippen. Müsste er wahrscheinlich hart an sich arbeiten, oder? Ja. Ja, wir müssen mit ihm gemeinsam hart daran arbeiten. Und ich glaube, der erste Schritt sollte sein, dass er hier in jedem Spiel eine gute Rolle spielt. 2:1 verloren. Kein Drama für Panewitz. Ein bisschen Geld bekommt er hier. Aber das reicht nicht. Mülltonnen werden gefüllt, müssen geleert werden. Und ich hoffe, dass ich da reinrutschen kann, dass ich diese Person dann halt bin, die diesen Job machen kann. Ja, und das ist hier in Berlin ein sehr, sehr angesehener Job. Man kommt halt schwer rein, weil halt Berliner Stadtreinigung, da braucht man vielleicht 1-2 Kontakte. Eine Familie gründen, ein ordentlicher Job. Keine Wehmut, kein Bedauern, ein Leben als Fußballprofi verschenkt zu haben. 0, weil warum auch? Also ich hätte Glück gehabt, wenn ich
das hätte machen können. Und ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich das nicht mache. Also null unglücklich, nein, weil ich führe, glaube ich, ein ganz, ganz ordentliches Leben und bin darüber total glücklich, wie es ist. Das Autogramm von Florian.